Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Pitforge. Ja, ich habe mir gedacht, weil manche gefragt haben, ob ich mal auch in meiner Base etwas machen soll, habe ich mir gedacht, ja, dann können wir vielleicht nochmal etwas in der Base machen, also da etwas bauen. Ich bin mir jetzt hier noch nicht sicher, was wir bauen können, aber ich habe an eine Base natürlich gedacht. Dafür müssten wir aber erstmal an etwas Geld kommen. Da bin ich mir aber nicht so sicher, wie ich das jetzt so einfach hier so deichseln soll. Also, dass ich hier schnell an irgendwas kommen soll. Ja. Wir haben nicht mehr so viel Geld übrig. Ja, gar nichts mehr eigentlich. Wir können auch bei unserem Home schauen. Aber ich glaube nicht, dass da noch so viel übrig ist. Ich glaube, es wurde sogar wieder graded. Wenn ich das Obsidian hier jetzt richtig bezeichnen kann. Ja, ich glaube, wir wurden da abgeknallt. Aber so, wir können schon mal anfangen. Wir brauchen natürlich irgendwann auch Wasser und Lava-Eimer. Das ist ganz wichtig, um die Base noch zu protecten. So, wir holen uns hier einfach mal eine Spitzhacke hier. Sollte gehen und... Ja, das ist eigentlich schon alles. Und Night Vision, dass wir ziemlich hell sehen. Dass wir auch nicht hier nicht sehen. Ja, das ist besser. Okay, ich habe jetzt so gedacht, dass wir vielleicht anfangen jetzt mit der Base und einmal in die Warzone gehen. So. Also die Base darf keinen Eingang geben, nur halt nur einen geheimen. Wenn es schon einen Eingang gibt, dann soll auch geheim sein. So. Die dann ist immer noch ziemlich schwer abzubauen, aber wir versuchen es mal. Ich hätte natürlich nicht alles hinbekommen mit so wenig Obsidian, aber wir werden anfangen. Also das da vorne ist dann so ein kleiner Bunker oder Starthäuschen, weil ihr seht ja auch, dass das ziemlich zerstört ist schon. Und hier wird dann halt, das hier ist, das habe ich so gedacht, dass das hier das so das Mittelgebäude von der ganzen Base wird. Das heißt, dass hier das hier in der Base drin ist. Und da drum wird einfach nur noch Obsidian getan. Um das ein bisschen zu protecten. So. Vorher Explosion. Und wir müssen Wasser darum machen natürlich. Und wir müssen es hoch genug machen irgendwann, um irgendwie Enderpearls auszuweichen. Also, dass nicht Enderpearls so leicht dran können. So. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch ist, aber vielleicht ist er ja gerade auf dem Server. Ich hoffe, auch euch gefallen noch die Videos, weil gerade sind die noch etwas weniger geworden. Also eine Person schaut die noch immer an, glaube ich. Aber die anderen weiß ich jetzt nicht so richtig, aber ist ja auch egal. Mit fast die zweite Ebene Ende. Ich mache da nochmal ein... Ja, und da nochmal das Wichtigere eher. Am... Freitag um 12 Uhr kommt sehr wahrscheinlich mein Livestream, das werde ich dann morgen nochmal sagen. Morgen mache ich noch ein Video wahrscheinlich. Eigentlich habe ich gesagt, dass da dann ein Video kommt, aber dann geht auch ein Livestream und der ist halt besser. Ich glaube, den haben sich auch manche gewünscht. Ja, und dann sagen wir jetzt einfach mal, dass wir in die Warzone gehen hier. Mit einem Strength, Trank, Enderperlen und Essen. Essen, das haben wir noch nicht. Doch. Ja, ich werde dann kurz okay, also wir werden jetzt kurz mal hier schauen, was wir an Ausrüstung haben. Ich sollte ich auch nicht die beste nehmen. Für jetzt
Weil wenn ich jetzt hier sterbe oder so, das wäre dann blöd. So, wir haben nicht mehr so gute Sachen hier gerade drin. Das Bonesword haben wir immer noch vom letzten Video und den Phantom Bow. Nein, den hatten wir nicht im letzten Video. Aber trotzdem haben wir den hier. Ja, ich nehme natürlich die Strength Potion, die ist besser. Phantom Bow nehme ich auch rein. Hier mit ein paar Pfeilen. So, so. So, das sollte genügen. 48. Mal sehen, ob wir mit der Rüstung hier gut auskommen. Dann werde ich mir einfach mal das Kit holen hier. Dann werde ich auch nochmal hier einen Helm kriegen. So, das Schwert brauchen wir natürlich nicht. Wir haben ein besseres. Und Sword Level 1. Dann würde ich sagen, dann gehen wir einfach mal in die Warzone hier rein. Es könnte ziemlich wahrscheinlich sein, dass hier noch jemand anderes ist. Dann müssen wir halt schauen, ob wir den besiegen wollen oder lieber weglaufen wollen. So. Ja, wir schlagen erstmal den Bogen. Perfekt. So. Okay, dann metzeln wir noch ein paar Zombies hier tot. Im letzten Video haben wir ja 42 Zombies geschafft, wenn ihr euch das letzte Video anschauen wollt. Da habe ich auch das Schild vorgestellt. Und wir hatten eine ziemlich gute OP-Rüstung hin. An, aber ich weiß gerade nicht, wo die hin ist, weil keine Ahnung, wo die hin ist. So, ich glaube, ich habe sie in die Base getan. Das kann sein. Wahrscheinlich wurden wir danach geraidet und die ist halt dann leider gestohlen worden. Das darf ich nächstes Mal nicht vergessen. Okay, die vorderen lassen wir mal aus, die hier die Truhen. Dann haben wir länger Zeit, um hinzugehen. Weil meine Videos sollen jetzt nicht so lang werden. So, nicht mehr als so 20 Minuten. So, ich hoffe, euch gefallen natürlich auch noch die Videos. Wenn ihr neue Ideen habt oder irgendeinen Server, den ihr mögt, dann könnt ihr den auch vielleicht in die Kommentare schreiben. Und ich stelle den mal den anderen vor, also die den Server noch nicht kennen. So, mal sehen, was der Phantom Bow so kann. Der Lifesteal ist da. Fast immer sogar. Jetzt kann ich kurz zeigen, was Livestream macht, wenn ich jetzt mal Leben verlieren würde irgendwie. Ja, Regeneration ist viel zu krass. Okay. Ich habe immer noch Regeneration. Weiß nicht. Okay, Saturation. Ich weiß jetzt nicht genau, was Saturation ist. Wahrscheinlich auch Regeneration, also nicht. Aber okay, also wenn ich halt hier mit dem Bogen jemanden treffe, dann sollte mir eigentlich Leben dazugegeben werden. Aber dazu auch später. Wir wollen natürlich looten gehen. Ich glaube, der Wolf stirbt auch immer nach einer bestimmten Zeit irgendwie. Es beschwört irgendwie fast jedes Mal ein Wolf, wenn ich einen Zombie kill oder angreife. Level erhöhen wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, auch wenn sie wahrscheinlich eher den Wolf etwas stärker machen. Aber jetzt bringt der irgendwie fast noch gar nichts. Also, da wäre halt so ein Schwert mit Verbrennung viel besser und nützlicher, wenn das gut Damage schafft. Weil die Waffe hat ja eigentlich auch ziemlich gut Damage hier. Kann man einen Zombie eigentlich One-Hit killen mit? Ja, am besten wir nehmen auch hier mal Strength an. Wird für mich richtig einfach. So, da müsste hier ein Schlag immer reichen, um die alle zu töten. So, haben wir einen Rare Crystal und ins Inventar. Wir haben aber so eine starke Regeneration. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt sterben können. Ja, in der Lava wahrscheinlich schon. Aber gerade sehe ich ja keinen Weg irgendwie zu. Okay.
Phantom Bow. Okay, wir machen weiter. Wir haben sogar eine Fire Resistance Potion. Das ist ziemlich cool. Auch wieder Epic Crystal natürlich hier. Das nächste Mal tue ich meine Rüstung gar nicht mehr in Truhen in meiner Base, sondern tue die halt direkt irgendwo anders hin. Aber Blaze Sonnet ist auch geil. So. Ein Rare und ein Epic auf dem Weg schon, nur mit irgendwie 4 oder 5 Truhen. Das ist eigentlich ziemlich stark. Also der Wolf ist OP mit dem Damage, aber mit dem Leben, da könnte man etwas nachhelfen, ein Update oder so. Keine Ahnung, muss man ja nicht, aber... Bitte lassen Sie mich in Ruhe arbeiten. Okay, haben wir noch den Bow hier? Nein. Ah, ich treffe die ganze Zeit wegen diesem kleinen Zombie daneben. Wie sieht's die? Nein. So. Naja, wollen wir einfach mal weitergehen? Ich glaube, diese Chest hat mir noch nicht gelootet, aber ich schaue einfach mal rein. Ein Schwamm, den kann ich gut für meine Base gebrauchen. Schwämme sind eigentlich... Na, eher für Raids, glaube ich. Na, Schwämme können, glaube ich, auch nicht explodieren, wenn ich mir so sicher bin, aber die sind ziemlich wertvoll, also das weiß ich schon. Also wenn die jetzt nicht so bringen, dann könnten wir sie versuchen zu verkaufen. Ein Rare nochmal, ja, ziemlich cool schon bisher, der Loot hier. Also sie hat noch eigentlich keine Crab-Truhe jetzt so. Außer halt ganz vorne, nur Essen drin. Aber soll man von ganz vorne erwarten. So, Kühe. Nehmen wir einfach auch mal mit. Nehmen einfach mal alles mit hier, was wir nehmen. Was wir hier sehen, nicht nehmen. Ja, wir nehmen das mit, was wir nehmen. Das ist auch schon eine ganz logische Theorie, die wahrscheinlich auch stimmt. Ich glaube nicht, dass... jetzt so schwer war zu erraten, dass das stimmt. Okay. Spaß beiseite, wir müssen uns weiter konzentrieren, dass wir nicht sterben an Blaze. Und dass wir schön hier aufpassen, dass wir nicht in die Lava geschubst werden. Mit unseren drei Rare Crystals. So, weiter. Wir haben auch direkt eine Fire Resistance Potion eben bekommen, wenn es jemand aufgefallen ist. Die haben ja immer so ein Orange. Noch ein, das ist eigentlich der beste Drop, was aus den Kisten hier bei der Lava außer ein Legendary Crystal kommen kann. Okay, jetzt können wir mal den Bogen hier ausprobieren. Schau, wir wurden um ein halbes Herz geheilt. Ja, da haben wir sogar die Lava überlebt, aber egal. Sonst, länger sollte man nicht in der Lava baden. Sonst könnte das auch schneller mit dem Tod enden. Jetzt nicht. Nö. Ich sehe das jetzt nicht ein. Nö. Nö. Dass ich sterbe. Nö. Nee, also das haben wir schon mal nochmal überlebt. Man sollte auch nicht mit brennenden, also wenn man brennt, springen, sonst kann es leicht sein, dass man vom Damage nach unten gedrückt wird. So. 25 XP, pfeifen wir uns rein. So, Enderpearl. 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 Danke. Feuerresistenz. Enderpearl. Wo bin ich? Oh. Ich hab gedacht, wir würden wieder backen, weil das ist mir schon mal auch mal passiert. Ich glaube nicht, dass es ein Video war, aber dass ich da irgendwie gebackt bin. Achso, ja, darum habe ich mein Item verloren. Ich bin in der Seite da gebuggt. Ich hätte eigentlich Full Rare und ein Epic-Teil als Rüstung. Und dann habe ich da so rumgebuggt. Und dann, ich hatte noch Feuerresistenz, aber dann nach einer Weile, weil ich da nicht raus konnte. Und immer passiv
also Damage bekommen habe die ganze Zeit. Anhaltend. Dann konnte ich mich auch nicht zum Spawn teleportieren. Dann war es halt zu spät und wir sind zu verbrannt. Wir konnten halt auch gar nicht, also ich konnte nichts machen da. Also da wusste man schon sein Schicksal eigentlich. Und zum Beispiel, wenn jemand mit einer kleinen Waffe oder so mit einer starken Waffe auf dich kommt, da hast du ja immer noch die Chance, dass er nett ist, aber ja, da wusste ich jetzt ziemlich sicher eigentlich, dass ich sterbe. Ja. Mich wundert es irgendwie so, haben Blaze irgendwie einen Schutz oder so, dass sie nach jedem Schlag irgendwie weniger Damage bekommen? Weil beim ersten Mal treffe ich sie so und sie verlieren direkt die Hälfte ihrer Leben. Beim zweiten nur so ein Viertel und dann nur ein Viertel. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Aber keine Ahnung, vielleicht haben sie ja so eine Fähigkeit. Ich glaube, es war jemand vor uns da. Also knapp vor uns, weil sonst wäre das Item wahrscheinlich schon gelöscht worden. Von den Löschungen. Ich hoffe, der ist nicht zu stark. Für uns hier und wir können den weg basieren. Wenn er keinen Bogen hat, wären wir auch im Vorteil eigentlich. Aber sonst wäre es eigentlich ziemlich vorteilhaft für den, weil mit einer halben Common, einer halben Rare haben wir eigentlich verloren. So, nochmal 4 Rare Crystals. Die tun mir. Nein, es ist schon unser nächstes Video. Eigentlich ist es ja Opening-Video, aber ich glaube, das werde ich am Livestream öffnen hier alles. Oder wir machen es jetzt auf. Schwere Entscheidung. Kommt jetzt halt drauf an, ob. Ja, ich glaube, im Livestream sammeln wir besser selbst halt die Crystals. Öffnen wir die dann direkt da im Livestream. Ich glaube, das ist besser. Im Livestream werde ich wahrscheinlich euch noch einen anderen Server zeigen. Aber da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich die ganze Zeit hier drauf bleibe oder ob ich wirklich auf einen anderen Server gehe. Ich glaube, unsere ja, Strength ist weg. Wir haben nichts mehr One-Hit gemacht hier. Schnell wieder rein. So, Zombie ist weg. Bom. Zombie ist weg. Ja, danke, dass hier auch so viele Kommentare, also eine Person hat ziemlich viele geschrieben, aber auch andere Leute. Ganz viel in dem ersten, zweiten und dritten Video. Die letzten zwei, das vierte und fünfte Video, wurden leider nicht mehr so viele an. So viel angeschaut. Ich weiß nicht jetzt, was so ist, was vielleicht schlechter geworden ist oder so. Oder was ihr bemängeln würdet. Das könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ich bin da ganz offen. Ich möchte ja auch besser werden. Nicht immer so bleiben, wie ich jetzt bin. Also jetzt, so wie zum Beispiel, ja, du hast da eine Chest übersehen und so. Das akzeptiere ich natürlich, das ist ja auch gut für mich, weil dann weiß ich ja, dass da ein Chest ist oder dass die Waffe besser ist als die. Das hilft mir eigentlich nur. Das ist nicht unfreundlich. Ja, nur, dass ich euch einmal gesagt habe, dass wir da ganz offen sein können. Und dass mich eigentlich nicht verletzt. Aber natürlich bin ich immer noch etwas zugänglicher für freundliche Kommentare, die ja auch ganz viele postet. Zum Beispiel cooles Video habe ich glaube ich schon zweimal bekommen. Insgesamt jetzt. Ziemlich nett von euch. Ja, und dass ihr nur fünf seid und dann schon so viele Posts, also Kommentare schreibt, ist auch schön. Weil mehr müsst ihr wirklich nicht machen. Feuerresistenz, dann haben wir noch genug. Wir haben noch genug Zeit, um abzuhauen, hier wieder aus der Lava.
Hoffentlich. Würden wir auch alle Sprünge perfekt schaffen, hätten wir locker Zeit dafür. Aber das hasse ich auch, wenn ich so aus der Lava komme und dann so ein Zombie da ist, der mich versucht hat, immer die ganze Zeit wieder reinzuschubsen. Das ist richtig blöd, weil meistens stirbt man dann halt auch, weil man eigentlich also nicht genug Speed hat in der Lava. Dann ist halt eine ziemlich große Chance, dass man davon stirbt. Ich muss jetzt leider außen rumgehen, weil ich keine Enderpearls mehr habe. Eigentlich gräbe ich im Durchgehen immer wenigstens 16 Enderperls, aber diesmal war es anders. Ja. Okay, aber dann können wir da hinten einfach wieder drauf gehen und hoffentlich auch noch diese Chest da looten. In jeder Chest hier hinten kann eigentlich ein Ledgy gefunden werden. Das wäre halt eigentlich das Beste, was mir gerade passieren könnte. Und das Schlechteste wäre nur Essen. Ja, das dazu mal zu meinem Glück. Ja. Ich habe einmal so eine gute Loot-Tour gehabt. Und das dazu nochmal zu meinem Glück, um die andere Sache etwas ausgleichen zu können. Für einen oder jeden, der es gesehen hat. Jetzt gehe ich natürlich nicht mal in die Loot, sondern den Fire Resistance Potion, den kann ich auch gleich noch, also im nächsten Video benutzen. Wäre eigentlich ziemlich gut für den Livestream, da habe ich direkt am Anfang irgendwas, womit ich direkt hier hinten schön tunen kann. Aber okay, weil aus den Lavatunen kommen eigentlich immer die besten raus. Jetzt können wir zum Spawn gehen. Wir müssen eigentlich keine Angst haben vor den Zombie hier, vor den Zombies. Okay. Wir müssen doch aufpassen, dass kein Zombie uns so nahe kommt. Aber wenn einer kommt, dann werden wir ja bewegt von ihnen, weil sie uns schlagen. Aber jetzt sieht es ziemlich frei aus. Und ja. Legi, 2 kommen, 4 Rare, 1 Epic. Lasst uns das einfach mal jetzt aufmachen. Ich glaube, ich mache sogar nur den Epic und den Legi auf und am Freitag, ja, am Livestream mache ich einfach die anderen auf, so als kleines Opening. Aber hier die guten Sachen. Oder vielleicht mache ich am Freitag auch ein Drop-Event mit ein paar coolen Sachen. Zum Beispiel vielleicht das Legi-Item, wenn ich es doppelt habe. Ich bin mir aber noch nicht sicher, weil es ja ziemlich wertvoll sein kann. Okay. Als erstes bekommen wir das Fiery Shield. Das ist, glaube ich, das genau Gegenteil von unserem Shield, was wir auf Level 2 haben und etwas weiter. Weil das, glaube ich, macht langsamer und das hier sollte ja verbrennen. Okay, da haben wir den Chainmail-Helm. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch die Brustplatte. Und dann könnten wir eigentlich Full Legi, also legendär, haben. Ziemlich nice. Okay, gehen wir nochmal zu kurz zu unserer Chest. Und dann verabschiede ich mich auch schon von euch. Ja, die Folge war jetzt wahrscheinlich etwas kürzer als die anderen. Ah ja, okay, da haben wir auch das schon. Da haben wir das schon auf Level 1. Und ja, ich hoffe euch, heute hat die Folge euch wieder mal gefallen. So vielleicht wie auch die anderen. Ihr könnt euch die ja auch noch anschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.